Hallo meine Lieben und schön, dass ihr mit dabei seid. Heute möchte ich mit euch dieses wahnsinnig tolle Tuch machen. Und ja, ich weiß, so habe ich noch nie ein Tuch angekündigt, aber das hier wird eins meiner Lieblingstücher. Wenn euch mal interessieren würde, was so meine Lieblingstücher sind, von denen, die ich bis jetzt gemacht habe, dann lasst mich das mal unten in den Kommentaren wissen. Das würde mich mal interessieren. Dann mache ich euch mal ein Video dazu. So, jetzt schauen wir uns aber erst einmal dieses Tuch genau an. Das hier ist ein rein Baumwolltuch, also ich habe hier wirklich reine Baumwolle verwendet, in einem wunderbaren Farbverlauf, wie ihr hier seht. Ich ziehe es jetzt einfach mal so im Verlauf durch, da könnt ihr euch mal die wunderschönen Farben anschauen. Das Tuch ist jetzt auf der langen Seite 1,55 und im Dreieck 71 cm. Verarbeitet habe ich hier alle 5 Knäule aus dem Paket. Ich habe da so ein 5er-Paket bestellt. Das verlinke ich euch mal unten in der Infobox. Da könnt ihr es euch auch bestellen, weil das ist wirklich ein Hammer-Farbverlauf. Und das Muster von diesem Tuch, ich finde es einfach sensationell. So sieht man das Muster fast gar nicht. Aber wenn wir es uns mal schräg anschauen, ihr schaut es euch mal schräg an, das ist einfach nur ein Traum. Ich zeige es euch nochmal näher. So, wer übrigens noch kein Abo dagelassen hat, aber meine Videos regelmäßig schaut, seid so gut und lasst mal ein Abo da. Damit würdet ihr mir eine riesen Freude machen und diesen Kanal auch unterstützen. Jetzt schauen wir uns aber zusammen dieses wunderschöne Tuch weiter an. So, und genau dieses wunderbare Tuch möchte ich. Bella, wir haben hier ein 100%iges Baumwollgarn und 50 Gramm auf 180 Meter. Aber wie ihr seht, einen wunderschönen Einhornverlauf von lila über rosa, grün, gelb, weiß ist auch mit dabei, blau ist mit dabei, also ein ganz feines hellblau, richtig schöne Töne. Und ausgegeben ist das Garn für 1 bis 3er Nadel, wir machen es aber mit der 4er Nadel. Wir beginnen das ganze Tuch mit einer Anfangsschlaufe, nehmen diese auf die Nadel und machen als allererstes 3 Luftmaschen. Dann machen wir einen Umschlag und wir stechen in die erste Masche gleich beim Knötchen ein, holen uns den Faden, gehen durch, haben 3 Schlaufen, holen uns den Faden, gehen durch 2, holen uns den Faden, gehen durch 2. Das war ein Stäbchen. In die gleiche Masche machen wir jetzt gleich noch eine feste Masche. 2 Luftmaschen. Wir drehen das Ganze. Jetzt kommt in die erste Masche. Also nicht in diese 2 Luftmaschen, die wir gerade gesetzt haben, sondern hier in die erste Masche ein Stäbchen. Und eine feste Masche. In die andere Masche, in diese hier, kommt jetzt auch ein Stäbchen und eine feste Masche. Zwei Luftmaschen, wir drehen das Ganze. In die erste Masche wieder ein Stäbchen, eine feste Masche. In die nächste Masche kommt ein Stäbchen
in die dritte Masche eine feste Masche, in die letzte Masche ein Stäbchen, eine feste Masche. Erst das Stäbchen und dann in die gleiche Masche eine feste Masche. Zwei Luftmaschen, wir drehen das Ganze wieder. In die erste Masche kommt ein Stäbchen und eine feste Masche. In die nächste Masche kommt ein Stäbchen. In die dritte Masche kommt eine feste Masche. In die vierte wieder ein Stäbchen. In die fünfte wieder eine feste Masche. Und wieder ganz außen ein Stäbchen und eine feste Masche. Zwei Luftmaschen für die Höhe. Drehen. Ein Stäbchen in die erste Masche. Und eine feste Masche. In die nächste Masche wieder ein Stäbchen. In die nächste eine feste Masche, dann wieder Stäbchen, und feste Masche, Stäbchen, wieder feste Masche und ganz außen wieder eine feste Masche, nein, ein Stäbchen und eine feste Masche. Ein Stäbchen und eine feste Masche in die gleiche Masche. So sieht das Ganze bis jetzt aus. Und so geht es jetzt immer weiter. Jetzt gehen wir wieder mit zwei Luftmaschen nach oben, setzen ein Stäbchen und eine feste Masche in dieselbe Masche. Dann folgt ein Stäbchen, eine feste Masche, ein Stäbchen, feste Masche, Stäbchen, feste Masche, Stäbchen, feste Masche und ganz außen wieder ein Stäbchen und eine feste Masche in die gleiche Masche. Da wieder zwei Luftmaschen nach oben und das Ganze wieder zurück. Und richtig kommt das Muster dann zur Geltung, wenn man ein bisschen mehr gemacht hat. Dann sieht man hier richtig, wie sich so ein bisschen absetzt. Das hat so ein ganz kleines bisschen 3D-Effekt. Hier, wenn ich so schräg halte, seht ihr das ganz gut. Achtet mal auf den gelben Bereich. Fasse ich weiter oben an, da seht ihr das in den anderen Bereichen auch. Hier sieht man richtig schön, wie es nach oben kommt. Und natürlich könnt ihr euch jetzt auch mal den Verlauf anschauen. Ich habe ihn jetzt noch nicht fertig mit meinem Tuch. Ich bin jetzt gerade mal bei 80 cm. Da kommt noch ein bisschen was dran. Aber den Farbverlauf, den können wir uns schon mal anschauen. Ihr seht, es werden so Querstreifen. Und richtig schön farbenfroh. Und überall diese 3D-Optik. Ja, so ein bisschen mal hin und her, da sieht das richtig schön. Ich wickel das Ganze jetzt weiter in die Höhe und dann schauen wir es uns nochmal an, wenn es komplett fertig ist. So, meine Lieben, ich habe jetzt alle 5 Knäule in dieses Tuch reingehäkelt. Wir sind jetzt auf der langen Seite bei 1,55 m und im Dreieck auf 71 cm. Aber ich finde, die Mühe hat sich wirklich gelohnt. Also das wird jetzt eins meiner absolut Lieblingstücher. Wir schauen uns mal den Farbverlauf an. Natürlich sind die Streifen hier unten etwas breiter von der Höhe her, weil das Tuch ist ja auch noch nicht so breit.
Die Streifen werden aber nach oben hin immer schmaler. Hier sehen wir es schon, hier ist das nächste Gelb, hier haben wir noch ein recht breites Gelb. Hier wird es dann schon um einiges schmaler. Hier wieder ein Stück. Und so entwickelt sich dann der Farbverlauf. Ja, das wird wirklich eins meiner absoluten Lieblingstücher. Und auch das Muster, was sich dabei ergibt, das finde ich einfach nur sensationell. Von weit weg sieht man das Muster fast gar nicht. Aber wenn wir mal ein bisschen näher rangehen, schaut euch mal dieses wunderschöne Muster an. Und das zieht sich einmal so quer durch das gesamte Tuch. Ich finde, schräg fällt es sogar noch mehr auf, als wenn man gerade drauf schaut. So, meine Lieben, wenn euch die Anleitung gefallen hat, lasst mir ein Däumchen nach oben da. Und ich sage schon mal Tschüss, bis zum nächsten Mal.